Kevela ist als einer der wichtigsten Marienwallfahrtsorte Deutschlands bekannt und liegt am unteren linken Niederrhein. Die ersten Nachweise für das Vorhandensein einer Siedlung im Stadtgebiet Kevelas gehen bis in die Eisenzeit zurück. Urkundlich wird Kevela erstmals am 10. Mai 1300 erwähnt. Im Stadtkern Kevelas befinden sich knapp 200 denkmalgeschützte Gebäude. Kevelas Fußgängerzone ist ein weiterer Anziehungspunkt und lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte wurde bereits 1910 gegründet. Es ist ein Regionalmuseum mit über 4500 Quadratmetern Ausstellungsfläche für die Volkskunde und Kulturgeschichte im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Im Zentrum der Stadt liegt der Kapellenplatz mit der Gnadenkapelle, der Marienbasilika, der Kerzenkapelle und der Beichtkapelle. Direkt daran schließen sich vier Fußgängerzonen mit Cafés, Restaurants und Hotels an. Die Stadt Kevela ist Nordwesteuropas größter Wallfahrtsort und auch ein staatlich anerkannter Erholungsort. Jährlich besuchen ungefähr 1 Million Pilger die Kleinstadt. In der katholischen Überlieferung der Wallfahrt zu Kevela wird von vielen Wunderheilungen berichtet. Die ersten Wunder stammen aus den Jahren 1642. 1642 soll der gelähmte Peter van Volbrück aus Hassum nach einer Pilgerreise nach Kevela geheilt worden sein. Hauptziel der Wallfahrer ist die Gnadenkapelle als Mittelpunkt der Pilgerverehrung. Rund um den Kapellenplatz sind im Laufe der Zeit mehrere Kirchen gebaut worden. Die sehenswerte Altstadt bietet nicht nur Gastronomie, sondern auch traditionelles Kunsthandwerk.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.